So, hallo an alle zur nächsten Let's Play-Folge und ja, ihr seht richtig, mein Inventar ist knackeleer. Ganz einfach, weil in der letzten Folge es deftigst verkackt wurde und alle Items in die Lava gefallen sind. Natürlich nicht irgendwo in der Höhle. Nein, um Gottes Willen, wenn ihr nicht regelmäßig zuschaut, kann man da gerne mal nachschauen. So ab Minute 7 wird so langsam spannend. Ach, es war zum Kotzen. Naja, okay, so ist es halt, jetzt muss ich damit leben. Und ich muss auch erstmal wieder gucken, was man so alles noch hat, dass man da hier vielleicht ein bisschen wieder... Oh, okay. Das kann gar nicht sein. War das gerade geruckelt? Was mir so ein bisschen aufstocken muss? Nö, passt. Ja, Moment mal. Ich habe mal die Box noch ein bisschen zu laut. So. Ich darf jetzt erstmal durchgucken und zusehen, dass ich wieder ein bisschen was an Zeug reinkriege. An was ich halt brauche. Oh, verdammt. Eisen braucht ich und Stickies. Pass auf, die Stickies nehme ich gerade mal mit und dann gehe ich jetzt hoch und hole mir Werkzeuge. Und zwar, weiß ich, Eisen ist ja noch ein Portal. Wo ist im Moment? Haben wir eigentlich Nacht gerade? Teste ich gerade mal am besten, bevor ich oben bin. Ja, ich habe gerade Nacht. Boah, ach nee, warte mal. Ich müsste vielleicht doch nochmal hochgehen Richtung da, wo ich gestorben bin, zum Turm. Vielleicht sind ja ein paar Items daneben gelandet und nicht alle in die Lava gefallen. Das wäre ein Gedanke wert, wäre jetzt blöd, da nicht hochzugehen. Deshalb beeile ich mich doch nochmal ganz kurz. Ich weiß nicht, ob ich zu lange hier AFK stand, dass die dann verschwunden sind. Ich habe aber auf Exit gemacht, dass nicht weitergelaufen ist. Nee, es müsste so sein, dass dann eventuell noch was liegt. Laut Spielzeit ist es erst gerade ein paar Minuten her, aber ich habe jetzt eine halbe Stunde für Pause gemacht. Weil das war schon ziemlich... Oh, blöd. Jo, wir haben jetzt übrigens gerade den 9., wo ich aufnehme. Ich weiß nicht, wann die Folge rauskommt oder so. Werden halt auch jetzt wieder Doppelfolgen immer sein. Das heißt, wir werden immer mehr produzieren müssen. Aber das macht gar nichts mit dem PC. Macht es nicht Spaß. Jetzt auf einmal, da gehen die Folgen eine nach der anderen, kann man durchproduzieren. Ohne Wenn und Aber. Das geht ruckzuck fast schon. Vor allem das Bearbeiten, Rennen geht um viel, viel schneller als vorher immer. Also Doppelfolgen werde ich versuchen jetzt zu halten. Ich gebe mir mal mein Möglichstes. Ja, hier sieht man es jetzt gerade, ne? Und, nee, man findet nichts mehr. Alles weggefallen. Ach so, genau, ich bin ja schließlich in der Lava gestorben. Das heißt, es ist nichts obendrauf liegen geblieben. Ja, das war ein Creeper. Wer das nicht mitgekriegt hatte jetzt doch noch, ne? Das war Creeper-Style. Aber so, buff. Na, okay, ich hole mir jetzt mal Werkzeug und baue ein paar Sachen ab. Ich muss wieder Zeug farmen. Auch Holz unter anderem. Ich habe ja zum Glück da oben noch die eine Sapling-Farm. Da werde ich jetzt noch erstmal ein bisschen was von dem Holz farmen müssen, damit wir das Bauernhaus fertig kriegen können. Und ich werde erstmal den Turm oben reparieren und vor allen Dingen auch erstmal da drin noch Türen anbringen, weil, oh, Katastrophe. Ich will gar nicht wissen, was ich jetzt alles an Items verloren habe. Es war zu viel, ich hab's, oh. Ja, okay, ich will auf drüber zu reden, ja, ist ja gut. Oh, Katastrophe hoch 10 sozusagen, also zumindest als Player, wenn man jetzt gerade drin ist, besonders das Schwert, das anscheinend hat, ist auch weg. Plus die ganzen Level, die ich mir zusammengefahren habe, die 26 sind weg. Alles weg. Hätte ich einen Potion of Fire Resistance gehabt, wäre das was anderes gewesen. Aber nein, habe ich ja nicht. Okay, wir lernen dazu. So, da ist noch auf jeden Fall nochmal Eisen. Und dann gucke ich nochmal hier. Ich mache jetzt mal ein bisschen was an Werkzeug. Das heißt, zwei Spitzhacken, zwei Äxte und zwei Schaufeln. So, erstmal die Äxte. Und dann die Spitzhacken. Und dann Schaufeln. So, bam, bam. Geht doch alles. Okay, so. Und so organisieren und so organisieren. Dann brauche ich unter anderem Strings. Achso, doch, die sind da. Für einen Bogen mal wieder, weil der ist ja auch flöten gegangen. Hat zwar eh nicht mehr lang gehalten, aber der Bogen ist mir jetzt egal. Es geht erstmal nur darum, dass ich wieder mein Zeug zusammenkriege. Eimer und alles komplett weg. So geht das natürlich nicht. Ich brauche noch einen Eimer. Mindestens einen für Wasser und alles Mögliche immer. Food brauche ich auf jeden Fall. Kann ich ja nochmal neu holen dann. Kobbels und Holz brauche ich, Wolle brauche ich, ich wollte Scheren. Ach nee, waren ja vielleicht ein Magieturm. Deshalb wollte ich ja hochgehen auf einmal. Wuff. Boah, furchtbar. Ja. Naja, okay, was muss ich noch sonst noch mitnehmen? Nee, ich hole den erstmal dann mal nochmal die Melonen da. Jedenfalls, ja, ein Vorteil hat es, das Inventars aufgeräumt, ne? Dafür ist aber auch sonst alles andere auch weg. So, das kann ich nochmal hier verwenden, gerade für Glas. Das heißt, ein Stack rein, weil ich werde auch Glas brauchen. So, und dann... Ja, die Ofentextur ist immer noch nicht ganz gemacht. Warte mal, soll die nicht eigentlich gefixt werden? Hä? Warte mal. Die müsste doch eigentlich gefixt worden sein. Ich habe das doch... Ich habe auch keine alte Version von Texturenpack. Okay, ist jetzt Fragezeichen, aber egal. Muss man jetzt gerade mal verkraften. Ja, das Texture-Pack ist halt buggy. Es ist halt nur ein Mix von Honeyball. Und natürlich habe ich Honeyball gefragt, ob ich das machen darf. Und das habe ich übrigens nicht selbst zusammengemixt. Habe ich von jemandem gemacht bekommen. Den Standard-Texture-Pack-Maker sozusagen von mir.
wenn Neues rauskommt, frage ich nochmal an. Jedenfalls nochmal danke, falls du gerade zuschaust, für immer die Texturen so reinmachen, ne, und so. Ja, ja. Das kommt raus. Von dem Eisen so an sich könnt ihr es jetzt auch mal raustun. Ich hole mir oben dann die Scheren. Ich weiß, dass da welche habe. Ach, hier ist noch ein Eimer. Muss ich fast umsonst gemacht. Aber ich habe noch mal zwei dabei gehabt. Erde, nee, nicht zwangsläufig. Wohl. Ja, komm, nehme ich halt mal mit jetzt gerade. Und dann, ja, ich habe keine Pfeile. Ich habe so... Warte mal. Könnte klappen. Beziehungsweise es klappt. Ich weiß, dass es klappt. Da nehme ich mal ganz kurz hier eins von das auch noch mit. Und da nehme ich was mit. Zwar die Federn hier. Und dann mache ich mal Folgendes. So. Bam, 40 Pfeile hätte ich dann erstmal wieder. Und dann hätte ich auch noch mal, doch nochmal 64 Sand, die mit rauskommen. Die schmeiße ich auch nochmal mit rein. Wenn ich wiederkomme, dann habe ich hier das ganze Zeug drin. Ansonsten kommt das Flint wieder raus. Und den Sticky lasse ich gerade mal hier mit drin. Ja, Clean Inventory. So kann man es auch machen. Inventar schnell gecleared. Einfach mal kurz oben in den Turm rein, sich vom Creeper erwischen lassen und wumm. Ach so, ja genau, eins noch. Die kann ich schon mal mitnehmen hier, ne? Wegen zumachen und dann ein paar Köppels bräuchte ich noch. Habe ich zufällig da und, nee, da nicht. Da vielleicht? Nee, auch nicht. Alle Köppels weg, alle unten im Portalraum oder schon verbaut irgendwo in der Hölle. Ja, ich bräuchte dann vielleicht noch mal ach komm, die farm ich mir unten dann ab. Für den Turm zum Reparen. Weil ich muss ja, glaube ich, eh noch ein bisschen ausbauen unten wegen Dingen, so, ne? Wegen Platz machen fürs Lager. Oder habe ich das ausgebaut? Nee, das habe ich ausgebaut. Brauche ich doch nicht mehr, okay. Jedenfalls gehe ich nochmal ganz kurz rein. Jo, und, ja. Kann ich irgendwo Koppels mitnehmen? Nee, sieht blöd aus, wenn ich hier was rausreiße. Die Klippen müssen schon sein. Ja, halt jetzt hier dann, ne? Zuflicken. So. Das war ein Fail, aber ein deftiger Fail. Eieiei. So, dann kurz gucken. Ich glaube, warte mal, ging es ja eigentlich weiter jetzt. Es waren drei. Und hier waren auch drei. Habe ich im Block zu viel oder so? Ach so, ja. Hier muss Cobblestone hin. Warte. So. Und dann, so. Und ja, dann hier hochziehen. Erde habe ich jetzt gerade keine zur Auswahl. Leider. Obwohl, das könnte ich hier unten drunter eigentlich auch dann zumachen. Ja, nicht so ganz passend halt jetzt. Ich gucke erstmal nach den Scheren. Und weh, die sind nicht da oben. Dann bin ich ja komplett einfach umsonst. Warte mal, ich glaube, hier können auch Creeper drauf spawnen, oder? Hier, ich bringe hier noch Fackeln an, ja. Oder nee, vielleicht ist es ja von oben runtergefallen. Das kann auch sein. Das kann auch sein. Das weiß ich nicht. Melonen brauche ich noch, ich habe nämlich nichts zu futtern dabei. Hole ich mir auch gleich nochmal. Aber die letzte Folge, oh, echt ein Fail. Ohne Witz. Nein. Hä, wo habe ich die denn? Wenn die nicht hier waren, wo waren die denn dann? Wo habe ich denn die Scheren hingetan? Da waren sie nicht. Ich weiß auch, ich hatte zwei Scheren. Eisenerz. Hä? Nee, ohne Witz jetzt. Ohne Witz. Da bin ich mir jetzt sicher. Ich hatte irgendwo zwei Scheren rumliegen. Ich weiß nicht, wo ich die hingetan habe. Eine war ziemlich angebrochen, die andere nicht. Habe ich die irgendwo übersehen? Das kann nicht sein. Das kann nicht sein, eigentlich. Oh, hier ist auch noch was weg. Mir fehlt noch was. Ja. Zumindest ist schon mal einigermaßen dicht hier jetzt. Wo habe ich die hingetan? Ach, wisst ihr was drauf geschissen? Ich hole mir einfach, oder ich mache mir eine neue Schere. Wenn die nicht im Pilzhaus ist, ist schon mal gar nicht. Nee, glaube ich nicht. Kann gar nicht sein. Ach ja, und hier wollte ich auch nochmal einen Weg hochmachen, ne? Weil ich ja immer hier sonst runterlatschen muss. Jetzt ist sie doch nicht da oben gewesen, verdammt! Ja, und es ist jetzt so ein bisschen ärgerlich, also eher punktgärlich. Keine Scheren drin, das... Hä? Ach komm schon, das ist jetzt nicht wahr, oder? Nix. Hier habe ich nur Feuerzeug immer drin gehabt, aber keine Scheren. Warte mal, bei Farming, Moment. Doch nicht. Dachte gerade schon.
Nein, nichts. Okay, wisst ihr was? Ich mache mir einfach jetzt gleich ein paar neue Scheren. Und zwar seht ihr das wohl in der nächsten Folge. Ich gehe mal ganz kurz hoch und guck mal, oder geh mal hier nochmal schnell oben rein, damit ich jetzt gleich farmen kann wegen Melonen und so. Sag mal, was ist das hier eigentlich? Treppe hoch? So. Nein, Leiter? So. Okay, der heutige Tag ist schon mal für den Arsch. Das war jetzt gerade schon verkackt. Ich habe jetzt nur eine halbe Stunde Pause gemacht, mich ein bisschen abgelenkt und dann jetzt hier weitergemacht. Ist halt schon ein bisschen ärgerlich, wenn man jetzt gerade so schön am Bauen ist, sich schön Materialien zusammengefarmt hat und dann mit einem Schlag weg ist es. Schnips. Perfektes Timing praktisch schon vom Creeper. Ich würde sagen, die Folge ist voll. Wir sehen uns in der nächsten Folge und dann schauen wir mal. Ich gehe einfach hin, mache mir eine neue Schere und dann farme ich da die Schafe durch und gehe auch nochmal mit Axt hoch und hole mir ein bisschen Wood. Glas ist ja gerade am Schmelzen und dann habe ich schon mal die Grundzüge so fertig. Dings habe ich mir gemacht, halt Diamantschwert ist weg, anscheinend ist auch alles weg und dann... ich kann ja auch nochmal in die Folge reingucken, was da alles weggepustet wurde, so jetzt, wenn ich das zusammen rendere. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge und auf Wiedersehen. Tschüssen.